herzliches Willkommen. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Die Sonne ist heute in die Fische gewechselt. Fischenergie ist sehr liebevoll, sensitiv, gefühlvoll, aber eben auch sehr, sehr sensibel, leicht verletzbar. Dabei hilfsbereit, entgegenkommend und lässt sich manchmal auch ein bisschen zu leicht unterdrücken. Wir haben den Mond im Steinbock bis kurz nach halb sieben. Dann wechselt der Mond in den Wassermann. Wassermann-Energie ist wieder eigenständig, selbstdenkend. Ja, so ein bisschen Unabhängigkeit ist da drin und sich selbst natürlich auch ein bisschen verwirklichen, so ein bisschen anders sein als jeder andere. Das bleibt auch am Wochenende so, der Mond im Wassermann. Am Samstag haben wir ein Sextil zwischen Jupiter und Merkur. Die Kommunikation ist natürlich unterstützt. Das bedeutet, man kommt gut klar, man sollte natürlich nicht zu viel versprechen. Man sollte nicht zu viel erzählen vielleicht auch oder eben zu hochfliegende Pläne haben, aber auf dem Teppich bleiben und gemeinsam sich unterhalten kann sehr schön werden. Dann am Sonntag haben wir ein Sextil zwischen Pluto und Venus. Pluto ist ja auch immer die Machtenergie, wo man eben danach strebt, etwas Verlässliches und Langfristiges auch zu kreieren und dann eben auch auf den Dingen beharrt. Die Venus ist ja einmal Finanzen, aber auch Gefühlswelt, Partnerschaften. Und das kann eben dazu führen, dass man eben weiß, wo man hingehört, dass man aber auch hohe Erwartungen hat. Und man sollte eben darauf schauen, dass das genau dem entspricht, was man auch möchte. Wir haben ja, wie gesagt, auch da den Mond im Wassermann. Jeder sollte seine Eigenständigkeit behalten. Und man sollte natürlich in Beziehungen nicht irgendwie Macht ausüben, sondern man sollte sich auf Augenhöhe begegnen. Aber alles in allem kann das ein sehr schönes Wochenende sein mit Sonne, mit Venus und natürlich mit Neptun in den Fischen. Und da kann man natürlich auch, wie gesagt, aufeinander liebevoll zugehen. Schauen wir uns jetzt an, was wir in den Karten für euch an diesem Wochenende haben. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Was erwartet uns an diesem Wochenende? Wir haben den Wechsel der Sonne in die Fische. Fische-Energie ist nun ganz anders als die Wassermann-Energie, die sehr sachlich ist und selbstbestimmt. Die Fische-Energie ist sehr fantasievoll, kreativ, liebevoll, herzlich, gefühlvoll, sensitiv bis überempfindlich. Wir haben dann aber den Mond im Wassermann ab 20 vor 7, vorher war er noch im Steinbock. Und wir haben am Samstag auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur befindet sich noch im Wassermann und Jupiter natürlich in deinem Zeichen im Widder. Da ist die Kommunikation stark, die Selbstverwirklichung natürlich auch. Und ich denke mal, dass da positive Entwicklungen da sind. Aber das Gefühl mit Sonne in Fische sollte man nicht außer Acht lassen. Wir haben natürlich weiterhin Mars auch in den Zwillingen, der für ein bisschen Bewegung sorgt, aber auch für gute Kommunikation. Wir haben dann am Sonntag auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Venus und Pluto bedeutet eben auch Gefühl und Macht. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Man kann natürlich da auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen manipulativ sein. Schauen wir uns jetzt mal an. Venus ist in den Fischen und Pluto im Steinbock im Übrigen. Der Mond bleibt weiterhin im Wassermann. Wir haben schnelle Energie für den Widder am Samstag. Das kann eine Überraschung sein mit Uranus zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass man unüberlegt handelt. Wir haben die Eigenliebe. Das ist das Ass der Kelche. Wie gehe ich gedanklich mit mir um? Und wir haben die 10 der Stäbe. Kann natürlich auch bedeuten, dass du dir irgendwie wegen irgendwas Vorwürfe machst und versuchst, die Dinge zu klären. Da haben wir die Auseinandersetzung. Ja, 5 der Schwerter. 5 der Schwerter heißt aber nicht immer, dass man streitet, sondern es bedeutet, dass man sachlich und vielleicht auch konstruktiv mit Dingen sich auseinandersetzt. Das ist ja nicht verkehrt. Wenn etwas nicht so läuft, wie man das gerne hätte, dann sollte man da eben auch was dran verändern und was tun. Und das kann man auch mit den 5 der Schwertern. Es geht darum, die Dinge zu bereinigen, zu beseitigen, zu besprechen, je nachdem.
Am Sonntag haben wir dann den König der Kelche. Da ist skorpionische Energie drin. Man hat sein eigenes Ziel, seine eigenen Vorhaben, ist aber nach außen hin, ich sage jetzt mal, sehr liebevoll, entgegenkommend und fürsorglich. Wir haben die 4 der Stäbe. Das ist eine Energie der soliden Basis, ein guter Background. Man hat eben etwas, worauf man aufbauen kann. Und die Intuition, was natürlich großartig ist und dich hoffentlich auch unterstützt als Widder, dein Bauchgefühl, deine Sensitivität auch. Und da eben auch die Auseinandersetzung mit Detailfragen. Also nicht nur, was dich selbst betrifft, sondern eben auch, was vielleicht andere betrifft oder was zum Beispiel dein Handeln oder deine Überlegungen für Folgen haben können. Vielleicht auch die Abstimmung mit anderen. Also du bist sehr liebevoll, sehr fürsorglich, du sorgst für eine solide Basis und du hast auch intuitiv irgendwo das Gefühl, ich muss mich mit Detailfragen auseinandersetzen. Ja, vielleicht hast du auch hier schnell das Bedürfnis, etwas in Angriff zu nehmen, zu verändern, zu besprechen, zu klären. Sorge aber dafür, dass du eben das nicht nur alleine machst, sondern eben auch im Kollektiv, also Familie, Freunde, Partnerschaft, je nachdem, mit Intuition und auch mit Gefühl kannst du vieles erreichen und du kannst auch deine Mitmenschen besser erreichen, wenn du dich ein Stück weit auf diese Energie einlässt, mal zu gucken, wie die anderen unterwegs sind. Eigenliebe bedeutet auch, dass du dir bitte keine Vorwürfe machst, wenn nicht alles auf Anhieb klappt, denn es ist wichtig, dass du mit dir ebenso liebevoll und fürsorglich umgehst wie mit anderen. Aber das sieht gut aus. Man kann eine solide Basis schaffen, indem man sich eben auch in andere hineinversetzt und Detailfragen am Rande mit berücksichtigt. Also nicht zu hastig, ja, und auch vielleicht gut überlegt, wenn irgendwas nicht so gut klappt oder wenn du mit etwas vielleicht auch nicht einverstanden bist. Wie gesagt, dein Gefühl spielt eine wichtige Rolle, auch wenn das manchmal lästig ist. Ich wünsche dir natürlich ein schönes Wochenende. Denk dran, dich auch zu erholen. Viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Die Sonne wechselt oder ist gerade jetzt am Samstag in die Fische gewechselt. Das ist natürlich ganz anders als zuvor. Die Selbstverwirklichung, die Sachlichkeit ist da so ein bisschen raus. Es ist mehr mit Gefühl, Sensitivität, aufeinanderzugehen, Hilfsbereitschaft natürlich, auch viel Fantasie, Vorstellungskraft, aber man muss dann eben auch die Realität mit reinholen. Da bist du natürlich sehr gut als Stier in dieser Situation. Wir haben den Mond im Wassermann. Der ist gewechselt heute Morgen gegen 10 vor 20 vor 7 in den Wassermann. Da haben wir die Sachlichkeit, die Selbstverwirklichung noch drin. Wir haben heute auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur befindet sich im Wassermann, der Jupiter befindet sich im Widder. Das ist natürlich feurige, sachliche Energie, kann natürlich auch zu heißen Diskussionen führen. Wir haben ja auch Mars noch in den Zwillingen. Wir haben Uranus ja in deinem Zeichen, der auch für Veränderungen sorgt und dich selbst auch dazu auffordert, Veränderungen vorzunehmen, sich zu überlegen, wo möchte ich hin? Ja, ich denke mal, dass du natürlich dich auch ein bisschen auf deine Mitmenschen einstellen solltest. Am Sonntag haben wir dann ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Venus befindet sich in den Fischen, Pluto im Steinbock. Auch das ist gut für dich als Stier natürlich. Erdenergie und Gefühl kann sich gut verbinden und kann auch in Partnerschaften und so weiter gut vorankommen. Der Mond ist weiterhin im Wassermann. Was haben wir jetzt für den Stier am Samstag? Erfolg. Du bist erfolgreich, du hast die Dinge im Griff. Wir haben aber ein paar Sorgen und Nöte, vielleicht auch notwendige Gespräche. 9 der Münzen ist Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstständigkeit, aber auch Selbstfürsorge. Vielleicht machst du dir Sorgen, ob der Erfolg auch langfristig ist, ob er haltbar ist oder ob dieser Erfolg nur kurzzeitig war. Wir haben den König der Schwerter, da haben wir eben auch die Wassermann-Energie. Ja? Es geht darum, dass du dir klar machst, wie sehen die Tatsachen aus, die Fakten, welche Ideen habe ich, wie ich damit umgehe. Vor allen Dingen muss ich natürlich auch, da ist wieder Sensitivität drin, auf mich selbst achten, dass ich mich nicht überfordere, dass ich mir vielleicht nicht zu viel zumute oder vielleicht auch, sagen wir mal, zu anspruchsvoll bin.
Am Sonntag haben wir die Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie, das ist Temperament, das ist Optimismus. Das ist aber auch, ich krempel die Ärmel hoch und gehe die Dinge an. Das ist auch ganz so in deiner Art und Weise. Auch in Beziehungen ist es wichtig, dass man gemeinsam an den Zielen arbeitet und sich da natürlich vorher drüber ausgetauscht hat. Und mit der Krebsenergie sieht das auch sehr gut aus. Das bedeutet, man ist in der gleichen Fahrspur, dass man dahin möchte. Und darum kümmerst du dich als Stier an diesem Wochenende sehr stark. Ich glaube, dass du hier Zweifel aus der Welt schaffst durch Gespräche, indem du vielleicht auch jemanden befragst, dir einen Rat holst oder eben auch die Informationen bekommst. Hier ist auch ein gewisser Optimismus drin. Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften und so weiter können einen auch beflügeln, erfolgreich zu sein, wenn man vor allen Dingen, wie gesagt, am gleichen Strang zieht und in die gleiche Richtung möchte. Und da kann man eben seine Ideen auch miteinander teilen und dann voranbringen. Mit den Beziehungen ist hier nicht nur Liebesbeziehung gemeint, auch im Job zum Beispiel oder eben innerhalb der Familie oder Freundschaften. Es ist wichtig, dass du deine Sorgen teilst und nicht nur für dich behältst, ja. Natürlich sollst du dir im Vorfeld überlegen, wie du zu den Dingen stehst. Aber wenn du dir das überlegt hast, sollst du ruhig um Rat fragen. Sollst du vielleicht auch jemand Erfahrenen da um Rat fragen. Es ist immer gut, jemanden zu kennen, wo man sich erkundigen kann oder den man um Rat fragen kann, Älteren vielleicht oder so. Es ist auch wichtig, dass du nicht denkst, du müsstest alles alleine machen. Denk dran, dich auch zu erholen, die Dinge langsam anzugehen mit deiner Erdenergie, Gefühl mit einzubeziehen, sich so ein bisschen auf andere einzulassen, auch natürlich sachlich und klar, aber eben auch so ein bisschen ja charmant entgegenkommt, freundlich zu bleiben und nicht, ich sag jetzt mal, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und vielleicht gar nicht darauf zu achten, was ein anderer möchte. Also sich auch so ein bisschen aufeinander einstellen. Aber das sieht sehr gut aus. Ich wünsche dir natürlich ein zauberhaftes Wochenende, viel Erfolg dabei und sag bis Montag. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir befinden uns beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023 mit der Sonne jetzt in den Fischen. Der Mond ist weiterhin im Wassermann, ab 20:07 etwa. Vorher war er ja im Steinbock. Aber wie gesagt, die Fische-Energie in der Sonne ist eine ganz andere als bisher eben Wassermann-Energie. Sie ist sensitiv, gefühlvoll, entgegenkommend, hilfsbereit, auch fantasievoll natürlich, aber eben auch leicht verletzbar. Man muss da sehr vorsichtig mit diesen Energien umgehen. Man kann anderen sehr leicht, ja, ich sag mal, zu nahe treten. Und da ist ein bisschen Zurückhaltung vielleicht nicht das Schlechteste. Wir haben an diesem Samstag eben auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Die Kommunikation funktioniert, man kann gut miteinander sprechen, sich austauschen. Das ist ja auch so dein Steckenpferd als Zwilling. Du hast den Mars im eigenen Zeichen, auch das ist gut, dass du eben auch kommunizieren kannst, aber eben auch, ich sag mal, bei einer Sache bleibst und dich eben auch sensitiv auf andere einstellen kannst. Am Sonntag haben wir dann auch die Venus, die in den Fischen ist, im Sextil zu Pluto. Das ist natürlich auch eine tolle Energie für die Liebe, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, Macht- und Ohnmacht-Themen zu nutzen, vielleicht auch Druck auszuüben in Beziehungen. Man sollte da ein bisschen vorsichtig sein. Neptun ist ja auch in den Fischen und ja, ich sag mal, er bearbeitet auch die Zwillinge und sorgt manchmal für Gefühlschaos. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, da eben nicht zu schnell zu urteilen und zu schnell vielleicht auch, naja, einfach etwas zu tun, sondern gut zu überlegen. Schauen wir uns an, was wir für die Zwillinge am Samstag haben. Positive Energie, die Sonne ist gute Stimmung. Ritter der Stäbe, man ist bereit, was zu riskieren, offen für alles, aber man sollte eben gut überlegen und man sollte natürlich sich selbst nicht überfordern, man sollte sich selbst nicht zu viel abverlangen und natürlich auch nicht übermütig werden. Davon spricht die 10 der Schwerter, es bedeutet, du hast schon deine Erfahrungen gemacht mit Übertreibungen oder mit zu viel Euphorie, sag ich jetzt mal. Man kann sich freuen, man kann sich auch, ich sag jetzt mal, wohlfühlen, das ist gar keine Frage. Aber alles, was übermäßiges Risiko betrifft, sollte man gut überdenken und da solltest du deine Erfahrungen dazu nutzen.
Am Sonntag haben wir Entspannung, was sehr schönes, ausruhen, relaxen, König der Schwerter, ich denke mal, Erkenntnisse finden, gute Gespräche führen und sich eben auch ein Stück weit erden mit dem Ast der Münzen, dass man eben auch nicht immer, ja, ich sag jetzt mal, Party machen muss. Man kann sich auch so wohlfühlen und man kann auch regenerieren und man kann gute Ideen auch finden in aller Ruhe. Wir haben den Herrscher, oder es liegt auch in deiner Verantwortung, wie du mit diesen Energien umgehst. Ja, entspannt, relaxed, Erkenntnisse finden, Klarheit und natürlich auch, ja, ich sag mal, pragmatisch vorzugehen. Ich habe ja immer gepredigt, dass man in diesem Jahr auch eben langsam machen muss. Man muss sich auf die vielen Energien einstellen, auf die Mitmenschen, auf die Möglichkeiten, auch auf die Hindernisse und Blockaden. Und deswegen ist es gut, wenn man guter Dinge ist, sich auch mal an dem Moment zu freuen. Nicht immer nur das Nächste zu suchen, sondern eben auch im Moment zu verweilen und auch wirklich mal Dankbarkeit zu zeigen dafür, wie gut es einem geht. Ja? Und da ist eben auch die Erkenntnis, dass man auch in der Entspannung viele gute Dinge zur Verfügung hat und dass man eben auch gut planen, vorbereiten kann, um Fehler zu vermeiden in der Zukunft. Auch miteinander in Beziehungen natürlich. Man sollte nicht zu weit hinausgehen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, mit der Sonne in den Fischen kann es gut sein, dass man eben auch ein bisschen zu forsch vorangeht und anderen zu schnell einfach auch auf die Füße tritt, weil man zu unachtsam ist. Also sollte das eine Aufforderung sein, achtsam zu sein, langsam zu machen, erst zu überlegen und dann zu reden, bevor man dann ins Fettnäpfchen tritt. Das ist für dich wichtig in allen Bereichen und dass du dich eben auch nicht verzettelst und dir zu viel vornimmst, sondern auch die Momente genießt, auch den Moment eben schön findest und in diesem Moment eben auch ganz da bist. Ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg, gutes Gelingen und dann sage ich mal bis Montag. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Es wird dich freuen, die Sonne ist in den Fischen und lässt dich als Krebs natürlich auch erblühen. Da ist sehr viel Gefühl drin, Sensitivität, Hilfsbereitschaft, ja, auch Empathie und solche Dinge. Das fühlt sich richtig gut an, auch für dich als Krebs. Ja, der Mond befindet sich im Wassermann. Das kann aber auch dazu führen, dass man gute Gespräche führen kann, sachlich auch über Dinge spricht. Es muss ja immer Gefühl und Sachlichkeit rein. Wir haben auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur ist auch noch im Wassermann und Jupiter befindet sich im Widder. Da ist auch gute Kommunikation drin. Da kann man sich gut austauschen und miteinander sprechen, Ideen austauschen. Das ist auch sehr schön. Und da solltest du natürlich auch, ja, ich sag mal, mit involviert sein. Ja, wir haben dann natürlich auch Mars in den Zwillingen, was wie immer für ein bisschen Bewegung sorgt, auch Kommunikation, vielleicht neue Ideen durchaus möglich, kann auch manchmal ein bisschen stressig sein. Wir haben dann natürlich auch die Venus in den Fischen und wir haben Neptun in den Fischen. Kreativität, Liebe, Fürsorge, all das, was dich als Krebs natürlich auch beflügelt. Am Sonntag haben wir auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Pluto befindet sich ja im Steinbock. Das ist eine gute und tolle Energie, Beziehungen zu stärken, aber sie kann auch dazu verwendet werden, dass man ein bisschen Druck ausübt. Da solltest du bitte auch als Krebs vorsichtig mit umgehen. Ja? Nicht zu sehr, ich sag mal, Druck ausüben und sich natürlich auch nicht immer Druck beugen. Das kommt immer darauf an, was deine Intuition sagt. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir am Samstag für den Krebs haben. Da ist die Selbstfürsorge, das ist die 9 der Münzen, das ist Unabhängigkeit, Freiheit, es ist kurz vor einem Durchbruch stehen, sich aber auch bewusst machen, was man hat und wer man ist und natürlich auch auf sich selbst achten. Wir haben Transformation, die Veränderung, Dinge verändern sich, Uranus befindet sich im Stier. Wir haben die 5 der Kelche. Das sind so die Dinge. 5 der Kelche ist das, was man vielleicht nicht ändern möchte oder nicht geändert haben möchte, was sich aber trotzdem ändert. 3 der Kelche sind umgefallen, da kannst du nichts dran machen. Du hast aber 2 Kelche übrig, mit denen du arbeiten kannst. Also das, was dir zur Verfügung steht. Also man muss unterscheiden zwischen den Dingen, auf die man Einfluss hat und die Dinge, die außerhalb des eigenen Einflusses liegen.
Wir haben hier Zurückhaltung und da haben wir eben auch, dass du nicht hadern sollst mit den Dingen, die sich vielleicht verändern und die Veränderung nicht von vornherein ablehnen solltest, sondern vielleicht auch ein Stück weit dich öffnen solltest. Erstmal gucken, bevor du dir ein Urteil bildest, bevor du sagst, alles Mist oder so, dass du erstmal guckst, was begegnet dir da überhaupt. Neutral, so neutral wie eben möglich. Wir haben hier am Sonntag den Page der Münzen, schön langsam machen. Wir haben ja auch Regeneration am Wochenende. Ganz viel Liebe, ist doch schön, ja. Und die Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge. Die kann von dir ausgehen, die kann auch von jemand anderem ausgehen oder gebt sie euch beide. Das ist sehr schön, ja. Es ist natürlich, wie gesagt, wir haben da dieses Sextil zwischen Venus und Pluto. Das kann starke Liebe bedeuten, starke Gefühle. Aber du kennst das vielleicht auch als Krebs. Sehr starke Gefühle machen auch ein bisschen abhängig und können auch dazu führen, dass man Kopfkino hat und sich vielleicht ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal, kontrollierend verhält. Wir haben die 5 der Schwerter und das bedeutet eben vorsichtig, ja. Mit der Verbindung Venus-Pluto kann es dazu führen, dass man versucht, Dinge entweder zu forcieren, Kontrolle auszuüben oder irgendwie, ja, ich sag mal, Einfluss zu nehmen, der einem vielleicht auch nicht so ganz zusteht. Haben wir ja hier auch. Was ist in deinem Einfluss, was nicht? Ja, du kannst natürlich auch, ich sag jetzt mal, die Dinge in Ruhe betrachten, möglichst neutral, dich wohlfühlen und dich mit den Dingen auseinandersetzen. Wie ist es denn gerade? Was ist schön? Was würde ich gerne ändern? Was kann ich selber tun? Was kann ich dazu beitragen? Es kommt immer darauf an, wie du die Dinge angehst, ja. Man kann dir sagen, hier zum Beispiel, es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern, aber wie du damit umgehst, hängt natürlich davon ab, wie du zu den Dingen stehst und wie du dich selber auch siehst. Es ist wichtig, dass du dich selbst gut kennst und weißt, was dir gut tut und was nicht. Das Wichtigste beim Krebs ist natürlich die Intuition, die auch in diesem Jahr groß ausgeprägt ist. Und deswegen wäre ich vorsichtig, hier vielleicht irgendwie ein Fass aufzumachen, wo vielleicht gar nicht so viel dahinter steckt. Also halte dich auch so ein bisschen mit dem Mond im Wassermann, so ein bisschen bedeckt in der Hinsicht, dass ich erstmal gucke, was ist da eigentlich los, ohne dass ich Kontrolle ausübe. Dann wirst du das auch sehr schön genießen können und verdirbst dir das vielleicht nicht durch vielleicht negative Gedanken. Ja, ich wünsche dir gutes Gelingen, viel Liebe, viel schöne Zeit und natürlich ausruhen, relaxen, damit die nächste Woche starten kann. Und wenn du möchtest, sehen wir uns am Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Die Sonne ist in die Fische gewechselt. Das ist eine ganz andere Energie als Sonne im Wassermann. Es ist sehr gefühlvoll, sensitiv, entgegenkommend, auch herzlich und natürlich auch mit viel Fantasie, mit Träumen und so weiter. Der Mond befindet sich im Wassermann. Und damit eben auch ein guter Ausgleich dazu, viel Fantasie, Sensitivität, aber auch Sachlichkeit. Dazu haben wir an diesem Samstag auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur im Wassermann und Jupiter im Widder. Sehr schön für dich als Löwe. Wie gesagt, du musst dich ein wenig auf diese Gefühle einstellen, die dich selbst betreffen können. Wir haben auch Neptun in den Fischen, dass das so ein bisschen verwirrend ist oder ein bisschen zu viel sein könnte. Aber eben auch in Bezug auf andere, dass man eben nicht, ja, ich sag mal, wie der Elefant im Porzellanladen irgendwo durchrauscht, sondern eben auch darauf ein bisschen Rücksicht nimmt, wie die Stimmung ist, wie die Leute so unterwegs sind. Es kann nicht schaden, auch dir nicht als Löwe. Wir haben natürlich den Mars in den Zwillingen, da ist viel Kommunikation drin, auch, ja, ich denke mal, Bewegung, ne? Aber man sollte nicht übertreiben. Am Sonntag haben wir dann auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Venus ist auch in den Fischen, Pluto ist im Steinbock und da haben wir auf der einen Seite natürlich die Stärkung von Beziehungen, aber auf der anderen Seite auch die Variante, dass man Macht ausüben kann und vielleicht so ein bisschen manipulativ eingreifen könnte. Das liegt natürlich immer daran, ob man sich dazu entscheidet. Der Mond ist weiterhin im Wassermann, eine gewisse Sachlichkeit. Wir schauen mal, was wir für den Löwen haben. Erstmal Samstag. Eine solide Basis, immer gut, 4 der Stäbe.
Kraft und Disziplin. Sehr schön. Du bist diszipliniert und arbeitest an den Dingen, die dich beschäftigen. Und da haben wir den Mond. Das ist die Gefühlswelt. Das kann sein, dass diese Fische-Energie dich ein bisschen verwirrt, auch gefühlsmäßig ein bisschen verwirrt. Dann bleibe der Beobachter, ja? Also eben, bevor du irgendwelche Urteile fällst oder dich äußerst oder irgendwas schnell zwischen Tür und Angel entscheidest oder tust, guck erstmal, wo das herkommt, warum das da ist, ja, und beobachte die andere. Es geht auch um Sensitivität in Bezug auf andere Menschen und natürlich auch auf sich selbst. Man beginnt immer bei sich selbst. Und du hast eine solide Basis und auch wenn deine Gefühle vielleicht ein bisschen verwirrt sind oder ein bisschen angeknackst, je nachdem, solltest du erstmal den Beobachter machen, so wie ein Kinobesucher, der sich das als Film anschaut. Einfach mal von oben herab da gucken, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Am Sonntag haben wir einen leidenschaftlichen Neubeginn. Wir haben die Vier der Schwerter, das ist eben auch Regeneration, gut überlegen, nicht hastig vorgehen und Gespräche auf Augenhöhe. Sich also annähern, ja. Und ja, da haben wir die Obsession, da haben wir die Steinbock-Energie mit dem Teufel, eben auch die Übertreibung, den zu großen Ehrgeiz. Kann natürlich auch der Wille nach Macht, Kontrolle sein. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ja? Man hat über Gefühle keine Kontrolle. Man hat vielleicht über sein Handeln, über sein, ja, sein eigenes Sehen der Dinge eine gewisse Kontrolle. Man kann seine Einstellung ändern, aber nur bei sich selbst, nicht bei anderen. Es geht darum, die Leidenschaft nicht über die, ja, ich sag jetzt mal, Sensitivität in Bezug auf sich selbst und andere zu stellen. Nicht irgendwas erzwingen zu wollen. Das ist ganz wichtig auch für dich als Löwe. Du bist natürlich jemand, der gerne den Ton angibt. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist auch wichtig, dass man sich darum kümmert, dass es den anderen gut geht. Und das ist in deinem Sternzeichen auch verankert, dass du eben für Fairness sorgst, für Ausgleich und niemandem unbedingt wehtun möchtest. Ich finde das sehr schön und deswegen ist die Überlegung wichtig. Aber auch im umgekehrten Fall solltest du natürlich Kontrolle, was deine Person betrifft, auch nicht zulassen. Aber das muss alles in einer gemäßigten Art und Weise geklärt werden. Erstmal für sich alleine, in aller Ruhe. Und dann natürlich auch in sehr vorsichtigen Gesprächen, man tastet sich davor, ja. Also eine gewisse Kontrolle ist immer auch das Ego. Und wenn das Ego zu groß ist, dann fehlt aber auch die Liebe. Und deswegen würde ich einfach sagen, versuche das alles in einem gesunden Maß zu handeln und dich selber auch wichtig zu nehmen, insofern, dass du eben nicht andere kontrollieren solltest, aber auch dich nicht kontrollieren lassen möchtest. Und wenn du das eben von beiden Seiten siehst, dann findest du einen gesunden Mittelweg, ja. Wie gesagt, es kann dich auch betreffen, dass jemand das versucht, aber wichtig ist, dass du über deine Gefühle erstmal schaust, wie geht's mir denn eigentlich? Und dann weiß ich auch, wo das herkommt und kann das nötigenfalls auch bearbeiten und beseitigen. Wichtig ist vor allen Dingen die Ruhe. Keine Hektik, kein Stress. Mach das alles in Ruhe. Hab ein schönes Wochenende, viel Erfolg und bis Montag. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Die Sonne ist in die Fische gewechselt. Das bedeutet sehr viel Gefühl, Sensitivität, auch Fantasie, Träume verwirklichen wollen, so ein bisschen auch, ja, nicht unbedingt nur die Realität sehen, sondern auch das, was dahinter steckt. Und ja, wir haben den Mond im Wassermann am Samstag ab 7:20, vorher ist er ja noch im Steinbock. Und da ist auch eben die Sachlichkeit drin. Also wir haben Gefühl, Sachlichkeit, Klärung. Wir haben auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur befindet sich im Wassermann und Jupiter im Widder. Da ist eine gute Energie, Dinge anzugehen, zu klären, umzusetzen, zu realisieren. Mit der Sonne in den Fischen wird es auch noch sensitiv, gefühlvoll. Als Jungfrau musst du dich natürlich in Acht nehmen. Wir haben Neptun in den Fischen und das kann so ein bisschen verwirren, auch gefühlsmäßig. Wir haben natürlich auch die Venus im Fisch und das ist auch Sensitivität, ganz viel Liebe, ganz viel Gefühl, ja. Und das ist dir vielleicht auch als Jungfrau nicht unbedingt geheuer. Am Sonntag haben wir auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Venus, wie gesagt, in den Fischen und Pluto im Steinbock kann dazu führen, dass so ein bisschen Macht- und Ohnmachtthemen auch eine Rolle spielen, aber auch, dass sich Beziehungen festigen, vertiefen und langfristig dauerhaft werden.
Also das ist natürlich eine Gratwanderung, mit der man umgehen sollte und wo man natürlich sich selbst auch klar machen sollte, wo man steht. Ja, Mars in den Zwillingen weiterhin und das bedeutet eben auch, man kann sich zu viel vornehmen, man kann sich verzetteln, aber man hat auch viel Kommunikation und Austausch, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Was haben wir jetzt für die Jungfrau? Wir haben den Gehängten. Erstmal schauen, was los ist. Wir haben die Welt. Veränderungen. Man möchte Veränderungen, weil irgendwas nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Man ist vielleicht gekränkt, ja, und man hat das Bedürfnis, diese Dinge aus der Welt zu schaffen oder eben vielleicht einen Neustart hinzulegen. Das ist möglich, wenn man sich den Gegebenheiten ein Stück weit anpasst. Dazu gehört natürlich die Sensitivität genauso wie die Sachlichkeit, wie die Realität akzeptieren und auch die Träume, wenn möglich, verwirklichen. Also Wünsche vielleicht auch realisieren. Was kann ich verändern? Ich beobachte und schaue, wie sich die Dinge verändern können. Anpassungsfähigkeit, kann ich mich sensitiv auch auf andere einstellen? Dann kann ich zwischen den Zeilen lesen, ist auf jeden Fall gut. Am Sonntag haben wir Geduld. Geduld hast du, du bist Erdenergie. Der Ritter der Münzen ist ja auch immer die Erfolgsgarantie, also dass die Dinge irgendwann dann zum Erfolg führen, wenn man lange genug Geduld hat. Ja, das ist wichtig. Wir haben die Neun der Stäbe. Du brauchst Regeneration, Ruhe, Entspannung. Du bleibst natürlich an den Dingen dran. Das ist mir klar. Aber du musst aufpassen, dass du deine, ja, Ressourcen nicht unendlich verbrauchst. Und da haben wir Neptun, die Sieben der Kelche, Vorstellungskraft, vielleicht auch ein bisschen Negativdenken. Wenn ich hier die Neun der Stäbe sehe, wenn man nicht viel Kraft hat, denkt man eher negativ als positiv. Man sollte sich natürlich auch nicht zu viel vornehmen und man sollte natürlich auch mit der Energie von Venus und Pluto im Sextil keine Macht ausüben, Kontrolle, ja. Du machst dir Sorgen um die Dinge, du hast Angst, dass dir aufgrund auch der Gefühlslage vielleicht die Dinge aus der Hand gleiten. Liebe Jungfrau, du hast nie eine Hand da drin gehabt. Es geht darum, dass man, was Gefühle betrifft, keine Kontrolle hat, weder über sich selbst noch über andere. Die Gefühle sind da. Worüber du eine Kontrolle hast, ist deine Einstellung dazu und deine Art, damit umzugehen, ja. Du brauchst dir keine Sorgen über Gefühle zu machen. Du solltest dir, je nachdem, was das für Gefühle sind, Gedanken machen, wo sie herkommen, warum sie da sind und was du tun kannst, um die Dinge für dich ganz persönlich zu verbessern. Denn je mehr du eben auch an dich denkst und wie du fühlst und wie du dich da für dich engagierst, desto weniger versuchst du, Kontrolle über andere auszuüben. Umgekehrt natürlich genauso. Es kann dir ja auch so gehen, dass jemand versucht, über dich und deine Gefühle Kontrolle auszuüben. Auch da muss man sich distanzieren. Man muss sagen, bis hierhin und nicht weiter, ja. Denn jeder hat so, ich sage jetzt mal, den freien Willen und man darf eben nicht reingrätschen. Man darf jemandem nichts aufzwingen. Das gilt für dich genauso wie für alle anderen. Und deswegen mach dir darüber keine Sorgen, sondern forsche, wenn, über diese Dinge nach, die dich beschäftigen, um sie aus der Welt zu schaffen, von deiner Seite aus, ja? Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gute Gespräche, relax, entspann dich, hol dir deine Energie wieder an diesem Wochenende und dann sehen wir uns, wenn du magst, am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Die Sonne ist gewechselt vom Wassermann in die Fische. Das ist jetzt eine ganz andere Energie. Es ist sehr gefühlvoll, sensitiv und das ist dir vielleicht im ersten Moment ein bisschen zu viel Gefühl. Wir haben aber den Mond noch ab 20 vor 7 ungefähr am Samstag im Wassermann. Da ist Klärung drin. Es ist auch wichtig, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Wir haben Neptun, wir haben Venus und wir haben jetzt die Sonne in den Fischen. Da muss man sich mit Gefühlen auseinandersetzen und natürlich auf die Gefühle anderer Rücksicht nehmen. Ja, natürlich ist das für dich ein bisschen schwieriger, weil du gerne direkt vorwärts gehst mit Charme, mit Energie. Aber eben auch, naja, ich sag mal, jeder hat Gefühle, die sich eben leider nicht so gut kontrollieren lassen. Der Mars ist weiterhin in den Zwillingen. Man sollte eben gucken, dass man sich nicht vielleicht zu viel vornimmt oder zu leicht ablenken lässt von Dingen. Konzentrier dich auf dich selbst, auf das, was du möchtest und wie du, ja, die Dinge für dich auch gefühlsmäßig angehen kannst. Wir haben ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Das bedeutet, dass man eben gut über Dinge und auch über Gefühle reden kann. Und das sollte man vielleicht dann auch tun, wenn sich die Gelegenheit bietet oder wenn man Bedarf hat.
Am Sonntag haben wir dann auch Venus und Pluto im Sextil. Venus in den Fischen und Pluto im Steinbock. Da haben wir einmal Festigung von Beziehungen, klärende Gespräche auch, aber auch so ein bisschen Manipulation drin, weil Pluto ist auch immer Macht- und Ohnmacht-Themen. Da sollte man natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man versucht, irgendwas in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das könnte wie ein Bumerang zurückkommen. Also sei da bitte auch als Waage sehr vorsichtig. Wir haben Ritter der Schwerter, schnelle Energie, man möchte schnell, schnell, schnell. Die Herrscherin, du kommst gut voran, das ist gut. Und die Veränderung. Es geht um Veränderungen, die man vielleicht herbeiführen möchte. Vielleicht hast du es auch schon vorbereitet. Aber es kann eben auch sein, dass man eben auch unbedacht irgendwas macht. Also, dass man nicht überlegt, sondern einfach handelt. Das sieht erstmal gut aus. Wir haben eine Veränderung und da haben wir den Rückzug. Das ist dann vielleicht, dass die Dinge sich nicht so schnell umsetzen lassen, wie man das gerne hätte. Dass dann irgendwie eine Blockade da ist, ein Hindernis oder so hastig kann man das vielleicht nicht machen. Auch wenn man gut vorankommt, aber da ist irgendwas, was die Dinge ein bisschen verzögert. Und deswegen ist Pragmatismus und gute Überlegung vielleicht die bessere Alternative. Am Sonntag haben wir dann die zwei der Stäbe, eine Entscheidung, der Erfolg und die Königin der Schwerter. Es geht darum, sich selbst gegenüber aufrichtig zu sein. Möchte ich jetzt wirklich offen zum Beispiel in einer Partnerschaft sein oder möchte ich jemanden zu etwas bringen, was er nicht will? Oder will ich da irgendwie manipulativ eingreifen? Kann natürlich auch umgekehrt sein, dass jemand versucht, dich zu manipulieren. Das Wichtigste immer ist, dass du dich gut kennst, dass du ehrlich und aufrichtig zu dir selbst bist. Du musst das niemandem sagen, aber es ist wichtig, dass du weißt, was gut für dich ist und was vielleicht auch nicht. Wir haben hier Neptun auch mit 7 der Kelche. Man könnte sich was vormachen oder man könnte anderen etwas vormachen. Die 7 der Kelche ist, ich will zu viel, ich habe zu hohe Ansprüche, kann eben auch mit der Jupiter-Energie im Widder sein, dass du vielleicht einfach zu viel willst, dass du dich dazu entscheidest, ich will das und das und nichts drunter. Ich denke mal, dass du natürlich die Veränderungen anstrebst, was ja auch gut ist, aber du kannst sie erstens nicht erzwingen und du solltest diese Wünsche, Forderungen, je nachdem, auf ein Maß herunterschrauben, was in der Realität machbar ist. Was für dich machbar ist, was für andere machbar ist. Und da gehört eben auch das Gefühl dazu, dieses Feingefühl zu sagen, ja gut, da müssen wir uns jetzt erstmal mit dem und dem zufrieden geben. Wir können nachher gucken, wie wir das andere vielleicht hinbekommen. Also schön gemacht. Geduld ist gefragt, das ganze Jahr über. Also wäre es gut, wenn du dich darauf einstellst. Hastig und schnell mal eben zwischen Tür und Angel funktioniert gar nichts. Und wichtig ist an diesem Wochenende Ruhe, vielleicht auch Rückzug. Ja, sich einfach mal ein bisschen Zeit gönnen für sich selbst und irgendwas Sinnfreies tun, was einem Freude macht, wo man einfach mal lacht oder wo man einfach mal ein bisschen Ruhe hat. Also ich wünsche dir natürlich ein schönes Wochenende, gute Gespräche, eine schöne Zeit und sag bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Sehr schön für dich, die Sonne ist in die Fische gewandert, was sehr gefühlvoll, sensitiv entgegenkommt, hilfsbereit und sanft macht, was sehr schön ist. Der Mond ist dann im Wassermann ab 10 vor 7, vorher war er im Steinbock. Das kann Selbstverwirklichung bedeuten, gute Gespräche, Klärungen. Wir haben natürlich auch den Merkur im Sextil zu Jupiter. Merkur im Wassermann, Jupiter im Widder. Da kann auch, wie gesagt, gute Gespräche stattfinden oder können gute Gespräche stattfinden. Man kann Dinge klären, man kann Dinge ansprechen, aber man sollte sensitiv vorgehen. Also nicht mit der Holzhammer-Methode, sondern eben sanft und vorsichtig sich vorwagen. Wir haben dazu natürlich Mars in den Zwillingen, was zu Verwirrung führen kann. Man nimmt sich zu viel vor oder man denkt, man ist im Stress, aber macht sich meistens den Stress selber. Am Sonntag haben wir dann eben auch die Energien mit Sonne in Fische und Mond im Wassermann. Wir haben auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Venus befindet sich ebenfalls in den Fischen und Pluto im Steinbock. Das ist
Beziehungen festigen, vertiefen, enger werden lassen. Aber es hat natürlich mit Pluto auch immer so ein bisschen ein Geschmäckle von Kontrolle. Und da du als Skorpion natürlich sehr gerne Kontrolle ausübst, kann dich das dazu verleiten, naja, sagen wir mal, ein bisschen Druck auszuüben. Davon möchte ich unbedingt abraten. Bleib sensitiv und auch vertrauensvoll. Schauen wir uns an, was wir am Samstag haben. Für den Skorpion Nostalgie, Rückblick. Der Krebswagen, ja, vorankommen und neu in der Kelche. Das heißt, man möchte das, was man bisher gemacht hat, weiterhin erfolgreich voranbringen. Man braucht oder hat eine Strategie. Man spricht vielleicht darüber, man einigt sich, man spricht darüber, wie man weiter vorgehen möchte. Und wenn das erfolgreich war, ist das ja auch nicht verkehrt. Man muss nur eben auch die Wünsche und Vorhaben oder Vorschläge des anderen oder der anderen mit berücksichtigen. Am Sonntag haben wir 7 der Münzen, Detailfragen. Wir haben Geselligkeit, Gesellschaft und wir haben die Liebenden. Also das kann, wie gesagt, Verfestigung von Beziehungen sein, dass man eben sich auch bekennt und dass man wichtige Detailfragen bespricht oder eben auch miteinander teilt. Wir haben den Ritter der Kelche. Da ist sehr, sehr schöne, liebevolle Energie. Und ich denke, dass sich Partnerschaften hier, also egal jetzt ob geschäftlich oder privat, vertiefen und dass man sehr gut miteinander auskommt und sich wohlfühlt. Ja? Detailfragen sollte man trotzdem ansprechen, miteinander klären, weil die Energie eben auch sehr gut dafür sich eignet und eben dazu führt, dass man sich gut austauschen kann und gemeinsam planen kann. Jetzt mit der Pluto-Energie sollte man natürlich nicht manipulativ vorgehen oder so und vielleicht auch gefühlsmäßig jemanden unter Druck setzen. Man sollte vielleicht die Aspekte besprechen und eben auch, sich auf Augenhöhe begegnen, dass man eben auch Ziele und Wünsche festlegt und vielleicht auch sich so austauscht, dass man den Erfolgsweg, den man bisher gegangen ist, auch weitergehen kann, die Strategie bespricht im Detail und eben nach außen vielleicht auch kommuniziert und dann eben auch zeigt, wie sehr man sich freut und wichtig finde ich auch für dich als Skorpion zu genießen. Ja, nicht direkt das nächste wieder planen oder der nächste Schritt und so weiter, sondern zu sagen, bis hierhin haben wir es so gut hinbekommen. Ich möchte das jetzt auch mal genießen und auskosten. Und ich muss nicht weiter planen hier. Ich gönne mir eine Zeit, die ich einfach schön finde und wo ich einfach nicht nachdenken muss, sondern einfach, wie gesagt, mich wohlfühlen darf mit den Menschen, die mich umgeben oder der Situation, die ich gerade habe. Und da darf ich auch mal zeigen, wie glücklich ich bin. Und ich glaube, dass du an diesem Wochenende zumindest kurze Zeit wenigstens sehr, sehr glücklich bist, wenn du es zulässt. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, ob du das auch zulässt, ja, und nicht zweifelst oder irgendwie in Frage stellst, sondern einfach mal, das ist jetzt so und ich finde es toll und ich koste das nach Strich und Faden aus. Das klingt wunderbar und das solltest du machen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, mein lieber Skorpion, viel Freude daran und dann sage ich mal, bis Montag. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Wir haben den Wechsel der Sonne in die Fische. Ab Samstag ist die Sonne in den Fischen. Für dich schwieriger, weil immer im Quadrat zum Schützen. Und macht es vielleicht auch gefühlsmäßig nicht leichter, weil auch Neptun natürlich Einfluss nimmt auf den Schützen. Wir haben den Mond im Wassermann, das unterstützt dich. Wir haben auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur befindet sich im Wassermann und Jupiter befindet sich natürlich im Widder. Gute Gespräche, Austausch kann stattfinden, das ist sehr schön. Auch mit Mars in den Zwillingen bist du sehr kommunikativ und Austausch ist sehr gut. Es kann auch viel los sein, auch das kommt dir entgegen, aber vielleicht ist gefühlsmäßig alles so ein bisschen schwieriger oder wird in Frage gestellt. Ja, wir haben dann am Sonntag auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Venus befindet sich in den Fischen und Pluto im Steinbock. Das ist so ein bisschen Macht- und Ohnmacht-Themen können da drin sein, aber auch, dass sich Beziehungen vertiefen, festigen, dich auch sicherer fühlen lassen. Schauen wir uns das mal an, wie das für den Schützen erstmal am Samstag aussieht. Geerdet mit dem Ass der Münzen. Der Turm ist Platz schaffen für Neues und die Vergangenheit. Also ich denke mal, Nostalgie spielt eine Rolle. Da haben wir die 9 der Münzen. Also ich denke mal,
dass du Dinge aus der Vergangenheit hinter dir lassen möchtest. Du kümmerst dich um dich selbst, du arbeitest vielleicht Dinge aus der Vergangenheit ab, ist auch wichtig so, dass man sich dafür Zeit lässt oder Zeit nimmt. 9 der Münzen ist ja kurz vorm Durchbruch stehen, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Single-Dasein, aber auch einen Moment innehalten und sich ja für sich selbst auch ein Stück weit stark machen beziehungsweise sich um sich selbst kümmern. Die Vergangenheit, wie gesagt, loslassen. Ich denke, dass das wichtig ist, dass du die Dinge bearbeitest. Am Sonntag haben wir die Veränderung mit der Welt. Wir haben das Abwägen der Prioritäten. Und wir haben das Festhalten oder sparsam sein an etwas. Also, wie gesagt, es kommt darauf an, ob du auf der einen Seite neue Prioritäten setzt oder den Prioritäten folgst, die du bisher angesetzt hast. Hier sieht es so aus. Wir haben hier Sparsamkeit oder eben an diesen Prioritäten festzuhalten. Da ist noch einiges zu tun. Ich denke, dass es dir momentan ein bisschen schwieriger fällt, gefühlsmäßig, ja, ich sag mal, klar voranzugehen. Du bist vielleicht durch Neptun in den Fischen beeinflusst und natürlich auch durch die Sonne in den Fischen sehr gefühlvoll. Vielleicht sind da auch sehr viele Gefühle da, die du nicht so zuordnen kannst, die du in die Vergangenheit natürlich bringst oder mit der Vergangenheit in Verbindung bringst, ja, die da sind. Und du solltest dich darum kümmern, liebevoll mit dir selber umzugehen. Ja, das ist natürlich sehr befürwortet durch die Energie der Fische. Aber eben, ja, nicht alles in Frage stellen. Sich vielleicht auch ein Stück weit von, ja, ich sag mal, Einstellungen oder vielleicht auch Vorurteilen lösen. Das wäre ganz gut. Da etwas verändern, Prioritäten setzen und dich auf das fokussieren oder daran festhalten, was du zu erledigen hast. An die Pflichten halten. Da haben wir wieder Pluto-Energie, dass man eben schaut, dass man da eben einen festen Stand hat und die Dinge erledigt, die erledigt werden müssen. Das ist ja auch immer sehr relevant. Und da solltest du dich auf jeden Fall drauf fixieren. Gerade wenn Gefühle vielleicht ein bisschen, naja, in Frage gestellt werden, dann kann man sich möglicherweise durch das Fixieren auf Prioritäten in anderen Bereichen, im Job oder so, ein bisschen beruhigen und eine gewisse, ich sag jetzt mal, gefühlte Sicherheit herstellen. Ja, Gefühle lassen sich ja nicht so einfangen und lassen sich auch nicht immer logisch erklären. Das muss man auch gar nicht, aber man muss ja überlegen für sich selbst, wie gehe ich damit um. Pragmatisch ist gut. Ziele setzen bzw. Dinge auch ausmisten, loslassen ist auch wichtig. Selbstfürsorge ist ausgesprochen wichtig, gerade dann, wenn man sich nicht so sicher fühlt und eben auch vielleicht Veränderungen vornehmen oder eben daran arbeiten. Du hast es hier auch fast geschafft, gewisse Dinge voranzutreiben bzw. zu verändern. Bleib dran in aller Ruhe und natürlich, ja, kümmere dich um dein Wohlergehen und kümmere dich darum, dass du dich, ja, so ein bisschen selbst, ja, befürsorgst. Also Selbstfürsorge ist sehr wichtig, gerade wenn du eben auch durch Neptun oder die Fischesonne ein bisschen, naja, ein bisschen haderst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, ein schönes Wochenende und nicht zu vergessen, viel Ruhe. Bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023 mit Sonne in den Fischen ab heute. Das ist sehr sensitiv, gefühlvoll und hilft dir auch ein bisschen sensitiver und gefühlvoller mit dir selbst und anderen umzugehen, sich ein bisschen mehr auf andere gefühlsmäßig einzustellen. Kann nicht schaden, hatten wir schon öfter. Hat dir auch geschäftlich einige Vorteile gebracht und vielleicht kannst du dich daran gewöhnen. Der Mond befindet sich ab 20 vor 7 im Wassermann, vorher war er in deinem Zeichen. Das ist auch Sachlichkeit, Selbstverwirklichung, Klarheit. Und wir haben auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur ist auch im Wassermann, Jupiter im Widder. Da sind gute Gespräche möglich, Austausch, Vorankommen natürlich. Aber auch Sensitivität ist notwendig. Man stellt sich ein bisschen auf sein Gegenüber ein. Natürlich haben wir auch weiterhin Mars in den Zwillingen. Das kann für ein bisschen Durcheinander sorgen oder dass man ja ein bisschen gestresst ist oder gestresst wird von anderen. Die Kommunikation kann sehr umfangreich sein und da muss man natürlich irgendwo ein bisschen langsamer machen. Vielleicht auch die anderen bremsen. Am Sonntag haben wir auch ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Pluto ist in deinem Zeichen, Venus in den Fischen. Ja, das kann
Beziehungen sehr stark vertiefen, verengen, dass man eben aufeinander baut, langfristig. Es kann aber auch natürlich immer, wie Macht- und Ohnmacht-Themen so sind, dafür sorgen, dass der eine oder andere versucht, Macht auszuüben. Und davon möchte ich dringend abraten. Wir haben so sensitive Energie, auch jetzt mit der Fische-Energie, da sollte man da nicht im Gefühlsbereich Macht ausüben, wenn es irgendwie geht. Was haben wir jetzt am Samstag für den Steinbock? Ja, da ist so ein bisschen gefühlsmäßig, man ist sich nicht so sicher oder es ist ein bisschen zu viel Gefühl. Man ist dadurch vielleicht verunsichert. Wir haben eine Strategie, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das handeln? Vergangenheit, Nostalgie, kann auch sein, dass man jemanden schon lange kennt und dass man vielleicht auch als Steinbock ja so ein bisschen von diesen starken Gefühlen überrascht wird. Ja, das kann auch passieren. Wir haben aber die Eigenliebe. Es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, wie wichtig es ist, wie du über dich denkst, wie du mit dir selber umgehst. Denn man sollte immer so mit anderen umgehen, wie man selbst behandelt werden sollte. Und das ist vielleicht eine gute Idee. Und wenn du unsicher bist und nicht weißt, wie du damit umgehen solltest, vielleicht beobachtest du die Situation erstmal. Aber Gespräche wären auch nicht schlecht. Also mit Vertrauten oder je nachdem, ob es die Person betrifft oder so, dass man sich austauscht. Wir haben ja gute Kommunikation. Am Sonntag haben wir den Magier, Manifestation. Wir haben den Eremiten, die Jungfrau-Karte. Ich überlege mir, wie ich die Dinge umsetze. Und natürlich die Wassermann-Energie der Heilung. Das bedeutet Verbesserung, Realisierung der Dinge, die man sich vorgestellt hat, die man sich gewünscht hat, die man ja so umsetzen wollte und jetzt plötzlich geht das. Natürlich bist du als Steinbock misstrauisch. Ist das jetzt wirklich so oder bilde ich mir das nur ein? Du misstraust so ein bisschen der Realisierung und es geht darum, ruhig auch gefühlsmäßig ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben. Wir haben einen leidenschaftlichen Neubeginn, also die Dinge laufen richtig gut für dich als Steinbock. Jetzt hinterfrage das nicht permanent, ja, und suche das Haar in der Suppe. Das wäre doch echt schade. Ich würde es wirklich genießen. Ich würde mir das auch natürlich in aller Ruhe anschauen und gemeinsam vielleicht mit den Leuten, die es betrifft oder mit meinem Partner, meiner Partnerin planen, wie ich da umgehe, dass die Leidenschaft eben nicht nur kurzfristig, sondern langfristig hält, ja. Oder eben auch für ein Projekt oder eine Sache. Es geht ja nicht immer nur um Liebe. Es geht ja auch zum Beispiel um Familie, um Job, um Karriere und so weiter. Und ich möchte langfristig manifestieren als Steinbock. Und da kann ich die Energie ja des Wassermanns gut gebrauchen und auch die Leidenschaft zum Beispiel. Langfristig positive Entwicklung, die mir eben auch Freude bringt. Und dass du gefühlsmäßig involviert bist, ist keine Schande und keine Schwäche. Im Gegenteil, sie kann dich bestärken, sie kann dich beflügeln. Und vielleicht ist es so, dass du an diesem Wochenende diese Erkenntnis gewinnst durch Ruhe, Regeneration, gutes Überlegen und Genießen. Ja? Also, hab ein traumhaftes Wochenende, viel Erfolg und wenn du magst, bis Montag. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Leider hatte ich die Sonne verlassen. Sie befindet sich ab heute in den Fischen. Das ist eine sehr sensitive, gefühlvolle, hilfsbereite, auch manchmal überempfindliche Energie, mit der man vorsichtig umgehen sollte. Als Wassermann, wie gesagt, musst du dich ein bisschen darauf einstellen. Wir haben bis 20 vor 7 den Mond im Steinbock und dann wechselt der Mond in den Wassermann. Da kannst du natürlich weiterhin, ja, ich sag mal, in deiner Energie vorangehen, aber bitte ein bisschen sensitiv, was die Gefühle anderer betrifft. Man kann sich sehr schnell ins Fettnäpfchen begeben. Das wollen wir ja nicht. Was haben wir noch an diesem Wochenende? Natürlich Mars in den Zwillingen. Da ist natürlich auch wieder Luftenergie. Kommunikation ist gestärkt. Man kann sich viel vornehmen. Man sollte sich bitte nicht verzetteln, zu viel vornehmen und wie gesagt, auch nicht zu hastig vorgehen, weil eben gefühlsmäßig Sensitivität gefragt ist und man sich so ein bisschen auf die Energie einstellen muss. Wir haben heute auch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Das ist die Kommunikation auch im Wassermann durch Merkur und Jupiter im Widder. Das bestärkt dich darin, voranzugehen und gute Dinge auch rüberzubringen, aber eben bitte mit Gefühl. Wir haben eben auch die Venus in den Fischen, wir haben Neptun in den Fischen und jetzt auch, wie gesagt, die Sonne. Dann haben wir am Sonntag eben auch Sonne in den Fischen, Mond im Wassermann und wir haben ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Pluto befindet sich im Steinbock und Venus, wie gesagt,
in den Fischen. Auch da ist, wie gesagt, gute Kommunikation möglich, Austausch und auch das Vertiefen von Beziehungen in allen Bereichen selbstverständlich. Und da muss man natürlich sich auch ein bisschen aufs Gegenüber einstellen. Mit Pluto kann es aber auch um Macht- und Ohnmacht-Themen gehen. Man kann versuchen, jemandem, ich sag jetzt mal so ein bisschen in die Richtung zu schubsen, in die man ihn oder sie haben möchte. Sei da bitte sehr vorsichtig, das kommt nicht gut an. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Wassermann am Samstag haben. Da ist eine Erdenergie mit dem König der Münzen, die besagt, das, was ich erreicht habe, da darf ich zu Recht stolz drauf sein. Ich bin dankbar und demütig für das, was ich erreicht habe. Mit den 5 der Stäbe bin ich möglicherweise ein bisschen nervös. Das kann mit der gefühlsmäßigen Aufwallung jetzt zu tun haben, mit der Energie in den Fischen. Und wir haben den Widerstand. Das kann bedeuten, dass man seine Argumente durchsetzen möchte, vorankommen möchte, selbstverständlich. Man arbeitet daran, eben sich auch so ein Stück weit, ich sag mal, zu verwirklichen. Allerdings solltest du da sehr behutsam vorgehen, langsam machen und dich auch nicht zu sehr in den Wettbewerb begeben, sondern eher ein bisschen sensitiv daran gehen. Kann sein, dass dich das nervös macht oder dass du damit erstmal nicht so gut zurechtkommst. Sei da bitte sehr vorsichtig, ja? Am Sonntag haben wir die 9 der Kelche, Wunscherfüllung im Gefühlsbereich, die Erdenergie der Eremit, das Jungfrau-Karte und wir haben die 2 der Stäbe. Ja, jetzt bist du vielleicht auch nicht so ganz sicher, wie gesagt, was die Gefühlsdinge betrifft. Du möchtest erstmal überlegen, wie gehe ich damit vor, wie gehe ich damit um, wie komme ich damit klar. Das ist auch gut so. Du musst nichts übereilen, sondern wie gesagt, ein bisschen strategisch vielleicht vorgehen oder eben gut geplant und eben auch mit den Gefühlen. Wir haben die Königin der Münzen. Das ist sehr schön. Das bedeutet, du kümmerst dich darum, dass sich die Dinge irgendwie auch managen lassen, regeln lassen. Da haben wir eben auch die gute Energie zwischen Venus und Pluto. Das muss nicht immer krampfhaft sein oder jemandem was auferlegen, sondern es kann eben, dass man pragmatisch vorgeht, sich kümmert, dass die Dinge in einem adäquaten Rahmen passieren, dass man gut miteinander auskommt, gut über die Dinge sprechen kann. Das ist sehr schön. Das solltest du auf jeden Fall als Wassermann nutzen. Mach lieber langsam, bevor du etwas überstürzt und versuche auch mit deinen eigenen Gefühlen zurechtzukommen. Wo möchte ich eigentlich hin? Was ist für mich das Richtige und wie kann ich auch mit den Menschen, die sich mit mir darum bemühen, gemeinsam an Zielen arbeiten? Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ruh dich auch ein bisschen aus, nicht zu viel Stress und dann sehen wir uns, wenn du magst, am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Wochenende 18. und 19. Februar 2023. Die Sonne ist in deinem Sternzeichen angekommen und lässt dich wahrscheinlich auch strahlen. Das ist eine schöne Energie, das ist Stärkung, das ist Unterstützung, gute Laune, gute Stimmung, zumindest hoffe ich das. Die Venus und Neptun sind ja eh schon in deinem Sternzeichen und sind natürlich auch schöne Energien, die dich begleiten. Wir haben den Mond bis 7:20 im Steinbock und dann wechselt der in den Wassermann. Das ist die Energie der Selbstverwirklichung, der Klärung und auch der Sachlichkeit. Das kann dich auch unterstützen natürlich. Wir haben auch am Wochenende eben auch diese Konstellation Sonne in Fische, Mond in Wassermann. An diesem Samstag haben wir dann auch noch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Merkur befindet sich im Wassermann, Jupiter im Widder. Da ist die Kommunikation gestärkt. Man kann Sachliches vorbringen. Man kann eben auch, ich sag mal, Dinge rüberbringen, erklären. Das ist ganz gut und man kommt damit gut voran. Am Sonntag haben wir eine Energie Venus im Sextil zu Pluto. Venus ist ja in deinem Zeichen, Pluto im Steinbock. Da haben wir Festigung, Stärkung von Beziehungen, sei es privat oder beruflich. Und natürlich auch Macht- und Ohnmacht-Themen. Das kann natürlich dazu führen, dass man sich entweder unterstützt oder dass man eben versucht, den einen oder anderen auch ein kleines bisschen dahin zu lenken, wo er vielleicht gar nicht freiwillig hin wollte. Da muss man ein bisschen Acht geben. Mit deiner sensitiven Energie als Fisch kannst du das natürlich erkennen und du kannst entsprechend darauf reagieren, wenn du möchtest.
Wir haben den Mars in den Zwillingen und das bedeutet eben auch viel Kommunikation, Diskussion, Gespräche und manchmal auch ein bisschen Stress. Da musst du dich natürlich ein bisschen abgrenzen oder eben auch schützen, dass du dich davon nicht anstecken lässt und nervös machen lässt. Das ist ganz wichtig. Was haben wir jetzt am Samstag für die Fische? König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, das sind vielleicht auch Informationen, jemand, der dir was erklärt. Wir haben die Acht der Münzen, es geht vielleicht um den Job oder um etwas, woran man arbeitet. Man sollte daran festhalten, man sollte das klären. Vielleicht geht es darum, eine adäquate Lösung in irgendeiner Sache zu finden und man holt sich dazu vielleicht den Rat eines Erfahrenen oder eines Menschen, der dir dazu was sagen kann. Es geht darum, eine gute Entscheidung zu treffen und daran eben auch festzuhalten. Also eben nichts Kurzfristiges oder was so schnell entschieden ist, sondern langfristig. Man muss sich diese Entscheidung eben auch ein Stück weit am Samstag erarbeiten. Aber durch Gespräche und Informationsaustausch kann das gut gelingen. Am Sonntag haben wir den Herrscher. Das ist ja wieder die Dinge mit Macht und Ohnmacht, die Sieben der Stäbe. Da ist auch etwas durchsetzen, zu einer Sache stehen. Und Informationsaustausch, Gespräche. Ja, vielleicht teilt dir jemand seine Überzeugung mit oder was er oder sie von dir möchte, wie er das sieht oder sie. Ja, und teilt dir das mit, gibt dir Informationen und du musst jetzt entscheiden, wie gehe ich damit um. Das war das, worüber wir eben gesprochen haben. Du musst nicht unbedingt die Überzeugung teilen. Du musst nur dir überlegen, gehst du jetzt konform damit, sagst du, ich passe mich dem an oder ich möchte was anderes. Das musst du dir an diesem Wochenende oder beziehungsweise auch am Sonntag gut überlegen, denn deine Prioritäten liegen entweder ähnlich oder eben auf einer anderen Ebene. Das heißt, dass du nichts schnell und zwischen Tür und Angel entscheiden solltest, sondern auch erstmal Zeit nehmen solltest zu überlegen. Wichtig ist auch, dass du eben dich von Stress oder Nervosität von außen nicht anstecken lässt, sondern dir Ruhe gönnst und eben auch Zeit für dich alleine hast, eben deine Gedanken zu sortieren oder eben auch deine Einstellung zu überprüfen, wie du zu einer bestimmten Sache stehst und wie du das handhaben möchtest. Du kannst dich auch durchsetzen. Wir haben eben den Herrscher hier, das ist Verantwortung tragen für seine eigenen Belange. Vielleicht teilst du ja auch jemandem mit, wie du das siehst, wie deine Prioritäten liegen. Ja, das muss ja nicht sein, dass du jemandem das aufzwingst. Es bedeutet einfach, dass du zu dem stehst, was du als wichtig erachtest und was du eben auch gerne umsetzen möchtest. Jetzt liegt es halt daran, wie die Situation bei dir persönlich liegt. Entweder, wie gesagt, wirst du deine Einwände geben oder du wirst zustimmen. Aber da solltest du dir eben Ruhe gönnen. Nichts überhasten. Ich wünsche dir natürlich ein geruhsames, schönes Wochenende, gute Erkenntnisse und gute Ergebnisse. Und wenn du magst, sehen wir uns am Montag wieder.